So, und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Da ist nur Roggenmehl, Wasser und Hefe drin und ein bisschen Restsauerteig vom Vortag. Und über Nacht reift er wieder und dann bilden sich die Säurebakterien. Jetzt riecht er noch nicht sauer, aber morgen in der Früh, dann riecht er richtig sauer, der Sauerteig.